Merit, jetzt eine Frage. Und zwar, wie tust du den Heiligabend verbringen? Also zuerst in der Kirche und danach daheim mit der Familie. Und weißt denn du auch schon, was Mama fein kocht am Heiligabend, Merit? Nein. Lass dich also überraschen, oder? Und freust du auf den Heiligabend? Ja. Ganz traditionell. Mit der Frau, mit den drei Kindern und in der Stube drin, wie es da bei uns Brauch und Mode ist. Ich muss sagen, ich fange nicht mehr neu an. Hat mir einiges gefreut und dabei bleibe. Wir tun eigentlich anfangen mit einem Aperitif, dass wir dann irgendetwas trinken und essen, etwas Kleines. Dann haben wir jetzt hier, denkt, wir gehen das erste Jahr mit den Kindern ein bisschen laufen. Sie sind schon älter, vorher sind wir immer an der Krippe vier gegangen. Es ist jetzt nur aktuell am 5. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen Wald laufen. Und wenn wir zurückkommen, tun wir Geschenke auspacken, feiern und das Nachtessen fein. Und dann gemütlich hocken. Und verratest du mir auch noch, was denn zum Essen gibt? Ja, traditionell bei uns jedes Jahr von die Chinoise. Der Heiligabend. Ja, genießen mit der Familie und ja, schön kochen und schön essen und nachher Geschenke verteilen. Sehr schön. Und du hast mir auch noch verraten, was gibt es zum Essen? Fisch. Fisch? Nur Fisch? Fisch, ja. Ist das typisch Tradition in Italien oder ist das so für euch? Nein, ist italienische Tradition, ja. Genau. Ja, halt mit Familie und so. Mit der Familie und so. Was heißt denn und so? Ja, eigentlich nur mit Familie. Und weißt denn du auch schon, Marco, was es am Heiligabend zum Essen gibt? Nein. Könnt ihr eigentlich noch fragen? Ja, oder du lässt dich überraschen, es ist schon gut, oder? Es ist schon super, ja.